So, ich muss leider die Veranstaltung heute... aus Sicherheitsgründen durchführen. Okay, jetzt haben wir ganz viele Steine. Ganz kurz noch, also es wird nachher noch signiert, weil das wir sind in der Buchhandlung. Nee, die Bücher. Es geht ja hier eigentlich um die Bücher und nicht etwa um irgendwelche Inhalte oder so. Ja. Da hinten ist ein Büchertisch, wer noch keine hat, und da drüben wird signiert und einfach dann signieren lassen und beim Rausgehen zahlen. Ansonsten wünsche ich uns allen einfach einen wunderbaren Abend, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die zweite Einladung hierhin nach Hannover. Ich bin immer gerne in Hannover. Ich war heute wieder auch schon in der Innenstadt ein bisschen rumgelaufen. Und ich war schon in meinem Hotel und habe aus dem Fenster geguckt. Und was habe ich da gesehen? Leute. Und das ist das, was ich so schön finde an Hannover. Die Leute. Ist so. Und ohne diese Leute wäre diese Stadt wahrscheinlich menschenleer. Oder das wissen wir, glaube ich. Ich spiele gleich ein bisschen Musik, aber erstmal wollte ich direkt was lesen. Ich bin zum Lesen hier hingekommen. Ich habe zwei Bücher geschrieben, habe ich gerade festgestellt. Aber welches nehme ich das? Ich nehme das abgegriffene. Anders schmeiße ich hier unten hin. Falls das jetzt hier zerlesen ist, nehme ich das an. So. Entschuldigung. So, ich beginne. Irgendwo, seit 52. Es gibt heute kaum noch Tanzschulen. Es gibt zwar noch welche, aber die Leute interessieren sich eher für andere Sachen. Nämlich für nichts. Sparen heißt die Devise. Ich habe im Fernsehen eine Sendung gesehen, da hat einer, wenn er von seinem Bauernhof in die Stadt fuhr, den Beifahrersitz ausgebaut, weil der so viel Sprit verbraucht. Der Sitz, wenn da keiner sitzt. Und noch eine hier aus der Nachbarschaft, die habe ich heute Morgen gefragt, warum hast du denn deinen Beifahrersitz ausgebaut und in den Kofferraum getan? Ja, sagt sie, das habe ich im Fernsehen gesehen, da verbraucht man weniger Sprit. Sie hat dann auch Apfelsaft getankt, weil er sich mit dem Benzin gut verträgt und vermischt. Apfelsaft ist billiger als Benzin und schmeckt besser, aber Dieselöl, das schmeckt total scheiße, ist aber trotzdem so teuer. Ich verstehe das nicht, verkehrte Welt. Die genmanipulierten Maisfelder habt ihr sicher schon gesehen. Das ist jetzt leider nicht mehr zu vermeiden, weil eine Firma ein Patent darauf hat. Deshalb werden wir demnächst alle ein bisschen aufpassen müssen, damit wir nicht Genfood essen, um nicht nachher eine Genfood zu bekommen. Schön hier heute, dieser hohe Raum. Achso, das steht hier. Ist ja nicht hoch, ne? Aber sagen wir mal, ist jetzt hoch. Über der Decke geht es wahrscheinlich noch weiter. Nach ganz oben. Wenn man da oben sitzt, muss man aber doch ein bisschen schwindelfrei sein, oder? Ich war jetzt schon mal im Gebirge gewesen, aber wie gesagt, nur über Internet. In der Gegend, wo ich wohne, gibt es auch solche Opernhäuser wie hier. Dort könnte man, wenn die Bühnen größer wären, sogar Ben Hur spielen mit Wagenrennen und so weiter. 1000 Stunden oder die 1000 Stunden von Indianapolis. So, wir haben uns jetzt langsam eingespielt hier. Die Luft gewöhnt, die Luftveränderung ist ja immer etwas, was uns Künstler entweder zu ausufernden Präsentationen der eigenen Kunst herauf und einklicken lässt. Ihr kennt das ja. Man fährt in Urlaub, hat plötzlich unglaublich Hunger. Das ist die Luftveränderung. Wenn man hierher nach Lübeck kommt, erlebt man auch eine unheimliche Luftveränderung. Man hat plötzlich unheimlich Durst. Viele Künstler haben dann angefangen zu trinken. Wir müssen uns zusammenreißen. Wir haben Trockenbier mit. Das schmeckt so ekelhaft, dass man das nicht trinken will oder man muss rauchen. Ja, die Zigaretten, das ist so. Man kann gegen die Sucht nichts machen. Ich kann den Mann da drüben sehr gut verstehen. Ich muss sagen, das sind so keine Gedichte, die ich hier lese. Das sind so Reden, die ich während meiner Auftritte so geschwungen habe. So, das könnte jetzt 20 Jahre her sein, diese kleine Geschichte, die ich auch nicht zu Ende lese, weil ich fange einfach woanders an. Das ist auch jetzt auch eine schöne Geschichte. Auf dem Arbeitsamt, da geht es manchmal hart zu. Aber im Erzgebirge ist es noch viel schlimmer. Dort haben Menschen nur eine Möglichkeit zu arbeiten, nämlich als Köhler oder Männchenschnitzerei. Das Leben ist sehr hart. Dort wird man nicht geboren, sondern in der Küche auf dem kalten Marmorboden geworfen. Die Mutter beißt die Nabelschnur mit den Zähnen. Ich weiß noch, wie ich zum Arbeitsamt gehen wollte, um 5 Uhr morgens wollte ich zum Schnelldienst, um einen Job zu kriegen.
Da habe ich mich erstmal 2 Stunden vor das Gesundheitsamt gestellt. Ich dachte, das wäre das Arbeitsamt. Haben die das nach Oberhausen verlegt. Das ist zu weit. Da braucht man als Mülheimer nicht hin. Da braucht man gar nicht erst arbeiten zu gehen. Da kann man sich nichts kaufen. Keine Schlossstraße zum Beispiel. Das ist eine Fußgängerzone in meiner Heimatstadt. Nur noch Brillen, Brillen, Brillen. Aber ist ja nicht schlimm. Wenn die Menschen so viele Brillen brauchen, dann lass sie doch. Brillitis. Es gab mal so einen Film von Helmut Newton. Schöner Film. Feuchte Cousinen. Entschuldigung. Hey, was ist das denn hier für ein Film? Unter dem Tisch habe ich mir beinahe die Kniescheibe ausgehebelt. Apropos feuchte Cousinen, gib mir doch mal einen Tee, Schatz. Achso, da lacht er immer, der ist sowas von verklemmt. Dabei hat er schon eine Freundin, damit ist mein Teekoch gemeint, der heute nicht hier sein kann. Nach dem Auftritt heute ist Urlaub übrigens. Ich fahre, wie gesagt, Skifahren in die Schweiz, Österreich oder Malediven. Mal sehen, Wasserski gibt's ja auch. Oder ich mache eine Ballonreise einmal um die Welt. Vielleicht gehe ich auch zu Fuß nach Köln, schon mal für Karneval üben die Strecke oder mit dem Paddelboot auf dem Rhein, das wäre auch schön. Da kann man jetzt bald ja wieder schwimmen. Aber ich war beim Erzgebirge stehen geblieben. Das weiß ich noch. Ich habe von dort eine kleine Streichholzschachtel. Da ist so ein kleines Männchen drin. So eine ganz kleine Streichholzschachtel. Geschnitzt. Der sitzt da an seinem Schreibtisch und schreibt ein paar Zeilen in seine Schreibmaschine. Der sitzt in einem Zimmer. Und dann gibt es da noch ein Zimmer in dieser kleinen Streichholzschachtel. Da sitzen dann die Mutter und die 2 Söhne und die Tochter. Die Tochter ist 14, die beiden Söhne 9 und 11. 9, 11 und 14. Also jeweils 3 Jahre auseinander. Und die Mutter schält gerade Kartoffeln. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Miniaturschnitzerei. Und da gibt es noch ein anderes Zimmer. Da sitzt der Dackel auf der Couch vor dem Fernseher. Es ist ein Querschnitt durch ein Hochhaus, so ein Plattenbau, 16 Stockwerke. Alles in der kleinen Streichholzschachtel. Unten sieht man, wie der Hausmeister gerade seine Frau in appetitliche Happen für das Freiaquarium zersägt. Dort will er sie entsorgen, weil sie ihm nicht mehr gefällt. Sie ist nicht mehr so wie die gängigen Modelle, die man in den Katalogen sieht. Sie passt nicht mehr in das Klischee. Und dann will er sich eine neue zulegen. Dann sieht man an der Schelle, in der 3. Etage wohnt Frank Schmökel. Also nicht der, sondern ein anderer. Der heißt nur so, der kann da gar nichts dafür. Der kriegt zwar immer Post, so Drohbriefe und so, ist aber eigentlich ein ganz lieber Kerl. Aber nochmal zu dem Dackel. Das muss man sich mal vorstellen, dass das alles aus einem Stück Holz geschnitzt ist. Da sitzt der Dackel und guckt Fernsehen und im Fernseher sieht man ein Länderspiel. Malaysia gegen Lappland. Und über dem Stadion fliegt der Helikopter und sieht die 180.000 Zuschauer in Sao Paulo mit ihren jeweiligen Kopfbedeckungen. Das ist schön geschnitzt und toll gemacht für 1,90 Euro. Das ist mal. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich war 1 Jahr alt. Es war damals noch eine Dampflok und man musste alle 20 Kilometer anhalten. Und beim Bauern in der Umgebung Dampf kaufen. Hufladen umgaben mich. Kühe, das Pferd Fanny, auf dem ich einmal reiten wollte, seitdem ich wusste, wie Damenspagat geht. Es gab Tiere wie Schwein, Sau, Eber, Kuh, Ochse, Bulle, noch ein Bulle, Traktor und anderes Viehzeug wie zum Beispiel Gänse, Hühner, Schmalzvogel. Am angrenzenden Wiesenhain befand sich ein Wald mit vielen Fichten. Dort war ein Köhler zugange, der machte Holzkohle. Die Scheißhexe verkroch sich im Wald und ließ ab und zu mal ihre Nase durch das Getenn scheinen. Auch der Räuber Hotzenplotz war allgegenwärtig. Das war eine schöne Zeit. Als ich ein 10 Jahre alter Bub war, gab es noch kein Farbfernsehen. Schwarz-Weiß gab es schon, aber wir hatten noch keinen, weil mein Vater gesagt hat, Fernsehgucken gebe ich nicht. Wir sind dann bei Tante Günther ab und zu Fernsehen gegangen. Tante Günther war irgendwie ein komischer Typ. Ich darf den Namen nicht nennen. Tante Ruth hat es nicht gerne, wenn ihr Name genannt wird. Also nenne ich den Namen ihres Mannes. Aber als Tante. Die sind alle tot. Als dann das Farbfernsehen kam, durften wir auch keinen Farbfernseher haben. Wir hatten später einen, als ich dann von zu Hause ausgezogen war. Da hat mein Vater sich dann ein Farbfernsehgerät mit angeschlossenem Hörgerät gekauft. Er guckte den ganzen Tag Fernsehen und keiner hat was gehört, denn es war auf stumm geschaltet. Aber er saß vorm Bildschirm und hatte alle Informationen.
Heute gucke ich selber manchmal Fernsehen. Tiersendungen am Nachmittag, Elefant, Nilpferd, Lumpi und Co. Oder eine Hundehütte für Hunde. Oder Walross, Bakterie und Co. Also auch kleine Tiere dabei. Ameise, B-Meise, C-Meise und Co. Oder nur Co und Co. Die beiden Co's aus Coesfeld. Abends laufen dann Sendungen, will man gar nicht hingucken. Zum Beispiel die Knochenjägerin. Oder Autopsie oder Jauch. Diese drei Sendungen, ist alles dasselbe. Gut sind Sendungen, die zum Beispiel live vor der Kamera Schönheitsoperationen zeigen. Wenn eine Frau sich mit örtlicher Betäubung die Brust verlängern lässt, also in dem Ort, in dem sie wohnt, da werden alle kurzzeitig betäubt. Bitte nicht petzen, es nachher heißt, ach hör mal, die Anliese, was hat die denn so lange Brüste gekriegt? Hat die doch was machen lassen? Und die Anliese dann so mit bis zum Boden gekrümmten Rücken, nee, da hab ich nicht. Ich hab nichts machen lassen. Entschuldigung, können Sie mir mal helfen? Oder Fett absaugen, auch interessant. Da kann man mit der Kamera in so eine Baracke rein, davor steht ein Holzschild mit dem eingelöteten Namen von dem Arzt. Hier Fettabsaugung, Schönheitsoperation aller Art. Keine Kassenpatienten. Drin sieht man den Mann von der Frau, denn die wollte da ja nicht hin alleine. Klar, da ist ja schon ein Eingriff. Und dann sitzt dieser Mann dort und zittert richtig. Denn da ist ein Schild, das sagt, Rauchen verboten. Man darf da nicht rauchen, weil das ja eine Operation am offenen Leib ist. Und dann geht so ein Lappen zur Seite und der Arzt kommt rein. Von der Frau sieht man nur die Schuhe. Sie liegt auf so einer Art Bügelbrett. Das ist verstärkt mit Sichtbeton und Blumenkübel. Darauf liegt ein Brett, darauf die Frau, also die Schuhe. Dann ein grüner Berg. Dann siehst du die Haare in der Nase immer aus und ein. Am Kopfende liegt ein zerborstener Holzhammer. Da ist also wahrscheinlich die Anästhesie schon erfolgt. Und plötzlich kommt also der Arzt hereingeweht. Sieht aus wie ein Lurch, geschützt mit Schweißerhandschuhen, Lederschürze, orange, roten Gummistiefeln, einer Schutzfeste, einem Helm, über dem Helm noch eine Mütze und über der Mütze Packpapier mit Tesafilm festgemacht. Vor den Augen zwei Siebe mit Folie, eine Gasmaske, damit, falls Bakterien aus der Frau aufsteigen sollten, er nicht auch krank wird. Das kann man dem Arzt nicht verübeln. Auf der Gasmaske ist vorne ein Smiley drin. Wenn die Frau wach wird, dann denkt sie, hier bin ich gut aufgehoben. Da ist der liebe Arzt, das ist ein lustiger Kerl. Der wird mir helfen. Dann kommt der Arzt und haut der so eine Art Staubsaugerrüssel in den Bauch. Man hört sie, wie sofort eine Maschine anspringt. Vor dem Mann steht ein Glas, ca. 1,50 hoch und 70 im Durchmesser. Das füllt sich mit der Zeit langsam so mit so einer Art Kartoffelsuppe mit Speck. Ja, wollen wir das schnell zu Ende nehmen. Dazwischen mal so ein verschimmelter Lappen, den jemals jemand beim Hausputz vergessen hat, wird eingesaugt. Und jede Menge Smarties, die sind ja sowieso Gift für den Körper. Irgendwann ist dann die eine Hälfte der Frau in dem Glas, der Rest liegt auf dem Tisch und schmunzelt. Der Arzt haut wieder ab, der hat keinen Bock mehr. Er wurde auch nicht gezeigt. Damit er nicht erkannt wird und regresspflichtig gemacht werden kann. Und dann darf der Mann sich die eine Hälfte aussuchen, zum mit nach Hause nehmen. Er nimmt meist die bessere Hälfte, also die aus dem Glaszylinder. Mit dem fährt er dann mit der Straßenbahn nach Hause und feiert dann eines Tages goldene Hochzeit. Ach, seid lustig. Ein bisschen Musik vielleicht? Noch ein Punkt. Jetzt muss man selber lachen.
ich muss manchmal selber lachen, weil teilweise ist das so lustig, dass ich würde mir das Buch sofort kaufen. Und zwar in 30-facher Ausführung. Vor Weihnachten, ganz klar, man will ja was schenken. Man will nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Man will mit vollen Taschen, Schubkarren, mit Büchern nach Hause kommen. Es gibt so viele tolle Bücher. Warum gerade das? Ich kann es euch erklären. Es ist ein Bestseller. Ich wollte eigentlich Tierfotograf werden, aber ich war damals noch zu jung. Ich war erst 2 Jahre alt, nicht alt genug, um auf diesen Gedanken gekommen zu sein. Ich war zum ersten Mal im Zoo, habe die großen Tiere gesehen, Elefanten, Kobras und so. Früher waren die Zoos anders. Heute haben die Tiere sehr viel Freiheit. Freiheit hinter Gittern nennt man das. Da dürfen die Löwen sich zum Beispiel umdrehen. Der Wärter hat ein eigenes Haus. Oder der Papagei, der hat eine Mama dabei. Ihr versteht, was ich meine, das ist ja wichtig zum Eierlegen. Früher waren die Zoos sehr anders. Der Zoo, in dem ich damals war, 1937, das war nur eine Sackgasse. Mit NATO-Draht abgesperrt, damit Eltern, deren Kleinkinder da reingekrochen sind, die wieder aus dem Stacheldraht rausklauben und zur Erstversorgung ins Krankenhaus fahren konnten. Die Tiere standen da einfach nur rum. Die waren da einfach hingestellt. Hier stand der Vogel Strauß, dort der Elefant, neben dem Wellensittich, daneben Dromedar, Löwe, Lämmchen, ein Hase, ein Igel, eine Anaconda. Für die war vorne ein Stückchen Weg weggebaggert, damit sie liegen konnte. Aber bei der Schlange sagt man, sie steht. Aber für uns sieht es aus, als würde sie liegen. Die ist aber anders gebaut. Das sieht so aus, als würde sie liegen, aber sie steht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wenn die liegen würde, das ginge nicht, die würde umkippen. Ich war mal am Orinoco. Kennt ihr vielleicht, das ist ein Nebenfluss vom Amazonas. Orinoco ist euch ein Begriff, schon mal im Fernsehen gesehen. Alles klar. Ich war mal am Orinoco. Ist ein Nebenfluss, den kennt ihr vielleicht. Das ist ein Nebenfluss vom Amazonas. Habt ihr sicher schon mal gesehen. Das ist der Orinoco, ein Nebenfluss von Amazonas. Das habt ihr sicher schon mal im Fernsehen gesehen. Ich war mal am Orinoco. Den kennt ihr vielleicht. Das ist ein Nebenfluss. Das ist ein Stilmittel, das man immer so wiederholt. Aber wie oft ich das jetzt wiederholt, das weiß ich schon nicht mehr. Dreimal, also zweimal. Jetzt kommt's. Da ist mir mal eine Anaconda in freier Wildbahn begegnet. Das ist irre. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die können 8 Meter lang werden oder 16 oder 32 oder 64 oder 128 Meter. Das sind so die Maße. Diese Schlangen sind völlig wahnsinnig. Die fressen einen auf. Die können ganze Schweine essen. Die Anaconda, die ich da gesehen habe, hatte ein dickes Schwein im Bauch. Das Schwein war gerade begriffen, in der Zersetzung zu sein. Diese Schlangen haben so eine Magensäure, die brennt. Wenn du einmal in so einem Anaconda-Magen bist, dann willst du nur noch raus. Ich bin leider einmal in so einen Anaconda reingegangen. Ja, ich dachte, das wäre ein verlassener Stollen. Die hatte das Maul aufgerissen und ich dachte, die Zähne wären so Stempel wie in Jäger des verlorenen Schatzes. Wie mit dem Hut, Harrison Ford. Wo war ich stehen geblieben? Richtig. Ein Stachelschwein in der Scheinschwangerschaft, da weiß man nicht, wie man dem helfen soll. Die stehen die ganze Zeit so traurig in der Gegend rum, dabei ist ja gar nichts. Der Schein trügt. Jedenfalls hatte einer der Anaconda, die ich am Amazonas angetroffen hatte, ein Stachelschwein verschluckt. Das piekste, sehr deutlich. Und da ich an der Volkshochschule nur einen Medizinlehrgang für Amputationen gemacht hatte, normalerweise bin ich Innenausstatter, konnte ich dem Tier leider nicht helfen. Da muss man schon ein bisschen mehr können. Puh, ganz schön warm hier. Können wir die Lüftung anmachen? Ach so. Im Urwald gibt es keine Lüftung. Am Orinoco, mein Gott, dieser Tunnel. Man kriegt da so einen Tunnelblick. Ich bin mit einem Einbaum dahergefahren. Durch einen Tunnel von teilweise 50 Meter hohen Bäumen mit über 49 Meter hohen Stämmen. Aber ich wollte noch einmal auf den Zoo zu sprechen kommen. Die Tiere standen da und als ich in der Schlange drin war, gingen die an der Stelle rechtwinklig rauf und dann genauso steil wieder runter, weil ich stand in der Schlange. Aber ich konnte fliehen, weil ich die ganze Zeit gemacht habe, um die Magensäure wegzukriegen. Das hört sich jetzt vielleicht an, als würde ich lügen. Aber die echte Wahrheit hört sich manchmal an wie eine Lüge. Also die Tiere standen da, wie sie es in der Wildnis nicht aushalten könnten.
Die würden sich gegenseitig aufessen in dem Zoo. Der Elefant isst die Blaumeise den Truthahn und so weiter, je nachdem, an welcher Stelle in der Nahrungskette das Tier sich befindet. Meistens ist der Mensch ja an der Spitze der Nahrungskette. Aber in der Wildnis sieht das ganz anders aus. In der Wildnis gibt es zum Beispiel kein Fürst Pückler. Erdbeer-Vanille-Schokolade, mein Lieblingseis. Ich bin sehr bestürzt darüber und spreche in der Wildnis mein Beileid aus. Damit die Tiere sich nicht aufessen. Ach so. Damit die Tiere sich nicht aufessen, hatten die zwischen sich jeweils ein Stück Pappe. Von oben bis auf den Boden. Also Elefant, Pappe, Wellensittich, Pappe, Tiger, Pappe und so weiter. Damit die sich nicht so auf die Pelle rücken und sich fragen, wer ist das denn neben mir? Ist das vielleicht gefährlich? Da sage ich lieber nichts mehr. Der Vogelstrauß war ein bisschen keck. Der hat zu dem Elefanten, neben dem ja der Wellensittich stand, gesagt, hör mal, Kollege, riechst du hier so nach Wellensittich? Da hat der Elefant gesagt, sag mal, bist du bescheuert oder was? Und ist einen Schritt auf den Strauß zu und hat dabei den Wellensittich platt getreten. Der Elefant hat ja riesige, dicke Füße. Die braucht er aus statischen Gründen. Du kannst keinen normalen Turnschuh anziehen, so ein Elefant. Nicht so. Aber das gefährlichste Säugetier der Erde. Säugetiere sind Tiere, die säugen. Die Kinder kriegen keine Flasche, sondern die Brust, weshalb die anderen auch Flaschentiere heißen. Die kriegen direkt Butterbrot. Ganz kleine Kinder, also Menschenkinder, soll man aber kein Butterbrot geben, die soll man Flasche geben oder Brust. Jedenfalls ist das gefährlichste Säugetier der Erde der Braunbär, der Kodiakbär. Wenn der sich hinstellt, ist der so groß wie ich, wenn ich mich hier auf diesen Tisch stellen würde. Aber wer hoch hinaus will, kommt manchmal ohne fremde Hilfe nicht mehr zurück auf den Teppich. Jedenfalls hat der Braunbär ganz lange gelbe Fingernägel vom Rauchen oder vom Poolen im Erdreich. Warum heißt das eigentlich Erdreich? Bestimmt, weil man vom in der Erde Poolen reich wird. Man könnte dort Gold finden oder Kohlefaser. Dezember 1812. Die Expedition ist heute in aller Früh aufgebrochen. Der Nordpol ist zum Greifen nah. Noch 870 Kilometer. Die Männer haben Hunger. Doch die Hunde gehen vor. Ohne die Schlitten gespannt ist die Expedition aufgeschmissen. Amundsen zurrt die Kapuze zu. Der Wind ist kalt und schneidet die Ohren ab. Das Thermometer fällt auf minus 97 Grad. Ein Rabe hat sich bis hierhin ins Packeis verirrt. Zu Stein gefroren klebt er an der Scholle fest. Der verzweifelte Versuch der Männer, den Raben zu essen. Er zerspringt in 1000 Stücke. Eintrag ins Tagebuch, 21. Februar 1813. Zum Nordpol sind es jetzt noch 47 Zentimeter. Doch Amundsen gibt auf. Gestern hat er Jürgen, Manfred, Paul, Edeltraut und Walter gegessen. Erbarmungslos sticht die Sonne auf das ewige Eis, versucht es zu schmelzen, aber es gelingt ihr nicht. Die Sonne geht auf. Eisige, klirrende, eisige, klirrende Kälte überströmt den toten Amundsen. Warum? Die, die heute nicht hier waren, können von mir aus bleiben, wo der Pfeffer weg ist. Kommt ja morgen wieder, oder? Ich freue mich auf euch. Ich möchte mich noch beim Staat bedanken, der es uns erlaubt, uns hier in dieser Höhle zu treffen. Wo war das denn? In Berlin. Viele Leute, die auch heute Abend hier sind, haben Probleme. Das größte
Das größte Problem ist oft erstmal gar nicht so zu bemerken. Die Berufsentscheidung. Was will ich werden? Wer will ich sein? Als Kind ist man ein bisschen überfordert. Und als Jugendlicher oder Jugendliche muss man sich dann schnell entscheiden. Was willst du werden? Ich habe selber Kinder. Ich weiß, was das für ein Problem ist. Für mich war es ja damals auch ein Problem. Ich hatte mich für Tiefbauarbeit entschieden. Bordsteine setzen. Ich hatte damals aber auch eine andere Figur. Ich hatte Anabolika gegessen. Ich hatte solch ein Schulterpaar. Ehrlich, ohne Scheiß. Ich konnte 160 Kilo stemmen. Aber dann habe ich mich gefragt, Helge, ist das dein Beruf? Die Finger, rissige Haut. Soll ich damit Klavier spielen? Ich hatte damals schon Klavier gespielt und mich dann für die Künstlerkarriere entschieden. Aber meine Kinder zum Beispiel, die eine Tochter sagt, Papa, ich will Polizei werden. Ja, was soll das denn? Und die andere sagt, Papa, ich möchte Bauernhof werden. Und ich sage, pass bloß auf, du kriegst gleich Bauernhof links und rechts um die Löffel. So eine blöde Frage, da sind die fast schon selber schuld, dass die gar nichts werden bei so doofen Fragen. Aber es gibt noch andere Leute, zum Beispiel einen Zahnarzt. Der denkt vielleicht, scheiße, ich wollte eigentlich Henker werden. Aber ihm fehlt dafür das Abitur. Heute sollte man ja verschiedene Abiturata haben. Also quält er seine Patienten eben so. Macht einfach überall Amalgam rein oder alle Zähne raus, Amalgam rein, dann wieder raus, Gold rein, Gold raus, Zähne tauschen. Hier, ich krieg deine Zähne, du meine. Ein anderer Beruf ist zum Beispiel, da habe ich mal von gehört, Astronaut. Das ist eigentlich ein Beruf, von dem man als junger Bub oder Mädel träumt. Aber da kommt man einfach nicht dran, Astronaut. Das ist sehr schwer. Es gibt Astronauten, die sind 400.000 Kilometer mit der Rakete Richtung Mond geflogen. Da soll so eine kleine Reparatur am Mond gemacht werden, die Linse putzen oder so. Der Astronaut fliegt also in einer engen Kapsel und sitzt da so gekrümmt drin. Um die Erdatmosphäre zu durchbrechen, muss er diese spitzwinklige Form annehmen, die wir alle vom Pythagoras kennen. Und in dieser Figur sitzt er in der Kapsel, die um seinen Körper herum mit Gips und Kartoffelschalen modelliert wurde, damit das nicht so schwer wird. Und eine 0,2 mm dicke Betonhaut hält als Hitzeschutzschild stand. Die Knöpfe sind vor den Fingerspitzen in einer ungeordneten Anzahl in einem Tennisball versteckt, wo man von innen nicht drankommt. Eine Kompliziertheit jagt die andere. Der Pilot sitzt in der Kapsel, er schwitzt in der Kapsel, er muss sehr und füllt den Rest der Kapsel dann vollends aus. Und dann sind die ganzen Knöpfe verschmiert. Und auf einmal denkt er, ach nee, ist das ein Scheißberuf. Weißt du was, ich will was anderes werden. Er will Rossschlechter werden. Das ist mehr nach seiner Fassung. Dann wird natürlich eine Rakete gestartet, ein Ross wird da reingetan, das muss sich natürlich zum Üben zur Verfügung stellen, wegen der Umschulung, er muss eine Umschulung machen. Wird vom Staat bezahlt, dafür muss man natürlich auch Verständnis haben. Ihr habt schon gemerkt, ich schlage einfach irgendeine Seite auf und lese das. Ich war ja vor 3 Wochen schon hier, hab da gelesen, fast. Hatte mich vorbereitet, habe 3 Stunden im Büro das ganze Buch durchgelesen, laut. Dann wart ihr auch da, oder die meisten von euch waren da, ein paar konnten leider heute nicht hier hinkommen, die da vor 3 Wochen extra hingekommen sind, zum Beispiel aus Kopenhagen, aus Kiew, aus Mailand. Es waren Leute hier, die wirklich den langen Weg gegangen sind, teilweise zu Fuß, direkt von St. Bartholomä und aus Kirchhahn-Schöring, das ist bei Kirchstein und Petting, das ist am Waginger See. Dann waren Leute hier, die sind den Dingesweg, den Jakobsweg gelaufen, direkt von Bremen. Ah ne, wo ist Jakob? Der war Eduscho. Ich hab's jetzt vergessen, aus Hamburg. Trennungen. Ha 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 ha!
War ein bisschen, naja, wie sagt man, Rap. Punk-Rap. Oh, eine Mandarine! Was für ein Zufall! Toll, dass ich immer. Ich kriege immer so viel ab. Nicht ab für Sie, Mandarine in letzter Zeit. Warum nur? Ich lese Seite 178, Psalm 12. Ist Hannover mehr evangelisch, katholisch oder mohammedanisch oder atheistisch, buddhistisch oder vielleicht holländisch? Ha? Ha? Was habe ich gesagt als erstes? Katholisch? Nee, evangelisch habe ich gesagt. Hannover ist evangelisch. Das liegt sicherlich an Martin Luther, der seine Thesen 230 mit einem Mercedes 230 SL kam Martin Luther nach Hannover an. Ich sagte, hier habt ihr meine These. Daher kommt die Latte. War ein gescheiter Mann. Warum rülpset und furzelt ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket? Das ist Originalton Martin Luther. Der übrigens mit Leonardo da Vinci bekannt war. Beide haben zusammen ein Pflegepferd. Ich kann nicht mehr. Guck mal, ein Herz hier, schön, ne? Buchhandlung Schmör und von Seefeld, also ich heiße jetzt Hugendubel, oder auch, ich lese, Einpackservice steht da vorne, da kann man sich was einpacken lassen, Butterbrot. Schöne Sachen hier auch, ja. Da vorne ist was wahrscheinlich von Gunter Grass gestaltet, hier der Butt, ganz modern, direkt hier vorne, Metallding. Gunther und ich sind ja uns mal begegnet, ich habe Gunther mal kennengelernt, ich habe gesagt, hör mal, wie machst du das, du hast so volles Haar, ja, sagt er, weiß ich auch nicht, das sind wohl die Gene. Und dann bin ich auf sein Klo gegangen, da lag sein Kamm, da habe ich mich mit dem Kamm gekämmt, fotografiert, habe versucht, dieselbe Frisur zu kriegen, hat nicht geklappt. Das war, glaube ich, sein 80. Geburtstag, habe ich ein bisschen Musik gemacht, er hat sich das gewünscht. Das heißt, er nicht, sondern einer seiner Leute. War eine große Überraschung für ihn. Dann kam dann der, hieß irgendwie Altmaier oder so, kam dann auf uns zu und dann habe ich zu ihm gesagt, seit wann boxst du? So, soweit zu Gunter Bass, mit letzter Tüte. Habe ich auch, habe ich ihn vor ewig, das fand ich so gut, wie der gesagt hat, mit letzter Tinte. Dabei hat er mit Schreibmaschine geschrieben, ne? Hat er ja nicht mit Tinte, ne? Aber ich mache jetzt auch ein bisschen Input, habe ich überlegt. Ich habe jetzt auch so, mache so Bildhauerei so ein bisschen, lass das gießen. Auch ein Boot, habe ich auch. Kann man schön machen. Boot, sehr schöner Fisch. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Eine ganz berühmte Frau hat einmal. Rosen schicke ich dir und dafür. Bleibst du bei mir für immer 100.000 Rosen schick ich dir. Dieter Wefel kann man sich fragen. Und dafür bleibst du bei mir, Liebe, im Herbst des Lebens ist so frei wie die Natur. Hunderttausend Rosen. Hunderttausend Rosen schick ich dir. Hunderttausend Rosen schick ich dir. Mein Schatz.
kurz ein Schlückchen Kamillentee. Ich trinke Kamillentee. Das hat auch Udo Jürgens gemacht. Aber... ich bin immer noch in der Testphase. Udo Jürgens ein paar Mal gesehen, auch mal kennengelernt und so. Netter Kerl gewesen. Aber ein ganz ehrlicher Haut. Ne? Immer gesagt, hat direkt gesagt hier immer so, boah, schmeckt das scheiße. Weißt du, richtig, ganz ehrlicher Typ. Ne? Boah, ey, scheiße schmeckt das. Oder, das schmeckt aber nicht. Scheiße schmeckt das. Udo 70, jetzt wird der andere auch, ist jetzt 70, der Udo Lindenberg, oder Lindenberg, ja doch, Lindenberg. Wir kennen uns auch ganz gut, also er kennt mich. Er hat alle meine Platten, ich glaube, keine von seinen Platten. Ich habe aber schon mal Konzerte gesehen von ihm. Er weiß das aber nicht, dass ich wenig von ihm kenne. Aber ich mache manchmal bei ihm so mit in seiner Band, dann ist immer super lecker essen und so. Das sind natürlich die Hauptbeweggründe, warum ein Musiker Musik macht. Da ist immer lecker essen. Das ist jetzt zu anstrengend hier. Dieser Sound, sehe ich gerade, der könnte für euch auch sehr anstrengend werden. Ach Gott, merkt man. Das ist aber zu leise, ich mach's direkt lauter. Das heißt High Voltage. So. So war Jack Bruce. Sunshine of Your Love. Das war der Song Sunshine of Your Love von Cream. Mit Jack Bruce, Eric Clapton und Ginger Baker. Meine Lieblingsband gewesen damals, als ich noch nicht laufen konnte. Doch, ich konnte schon laufen. Das war 1968, 69. Cream, eine super Band. Es war die Supergruppe. Wenn man das heute so hört, dann denkt man, was ist das denn? Also ganz so kleinen Verstärker hatten sie, ein bisschen Verzerrer und haben total verstimmt, war das auch. Und Jack Bruce hat dann so gesungen dazu und alles war so, also damals hat man gedacht, boah, beste Band der Welt, wenn man gedacht, ne? Und dann kam Gunter Grabiel. Dann deutscher Country singt und dabei auch so nach Whisky stinkt. Sagen wir. Wollte gerade jemand kotzen. Finde ich gut. Auch das ist wahrscheinlich ein Ausdruck, künstlerischer Ausdruck. Vielleicht ein bekannter Maler hier im Treppenhaus. Ich möchte ein Gedicht, der Rabe. Ein Rabe geht im Feld spazieren. Da fällt der Weizen um. Da ist von nicht Rilke, aber dafür kurz. Thank you.
Oh, das klingt sehr interessant. Verschobene Pole. Und genau das passiert mit unserer Erde. Wenn sich wirklich nach der Pariser Klimakonferenz jetzt die Pole verschieben sollten, dann sind wir geliefert. Dann wird die Erde aus ihrer Umlaufbahn gedrückt und fliegt unkontrolliert ins Weltall. Mit uns. Mit unserer Atmosphäre, die sich dann gegen verschiedene andere äußerliche Einwirkungen echt schwer behaupten muss. Fliegt geradewegs zum Saturn wahrscheinlich, weil das ist die direkte Laufbahn, also die direkte Wurfbahn. Saturn, dann gegenüber Kaufhof, Fielmann, Nanunana und wieder zurück. Hier zum Kröpke oder wie das heißt, ne? Das weiß ja hier der Platz, ne? Ja, toll, das muss man sich mal einfallen lassen. Kröpke. Ne? Diesen Platz nach einem berühmten Nachrichtensprecher zu nennen. Wolfgang Kröpke. So, einmal noch Detuned Poles. Guten Abend. Auch hier? Ja, es ist schön im Weltall. Ja, finde ich auch. Besser wie früher. Kriege ich mal eben ein Schlückchen von deinem Kakao? Nein, das ist meins. Guck mal da vorne. Hallo. Hallo. Das ist mein Sportlehrer von früher, von 1961. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, hallo. Ja, was ist denn? Und nun hier bitte den Felkumschwung. Lost in... Thus. Thus. Lost in Thus. Was ist das denn? Wie wird das ausgesprochen? Ich kann nicht so gut Englisch. T-H-O-U-G-H-T. Lost in Thus. Wie wird das ausgesprochen? Hat jemand Englischkenntnisse hier? Das Programm heißt Lost in Thus. Wie heißt das? Weiß keiner, ne? Du vielleicht... Du bist der Älteste. Du. Lost in Thoughts? 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 Und was heißt das? Berührung, ne? Ach, Gedanken. Oh, Lost in Thoughts. Was sagst du? Ruhe jetzt. Wenn ihr wüsstet, was ich gerade gedacht habe. Ich lese noch einen kleinen Artikel und dann hören wir auf. Wir haben ja schon sehr spät, wir haben ja schon 10 Uhr gleich, das muss man sich mal vorstellen. Für viele Leute ist jetzt hier wirklich kein Nachhausekommen mehr. Aus Sicherheitsgründen bitte ich, die Veranstaltung weiterzuführen bis übermorgen. Einmal noch die kalte Jahreszeit, die wäre ja jetzt zu Weihnachten, aber durch die Erdkrustenerwärmung, für die wir alle etwas können, weil wir uns die Haare föhnen und wegen der Autoabgase, das stimmt sogar, gibt es kaum noch Winter. Die Vögel haben eigentlich genug zu essen, aber wenn es so richtig kalt ist, muss man noch zufüttern. Was hast du? Brauchst du ein neues Gebiss oder was? Ja, ich habe schon mal einen Auftritt gehabt, da haben sie eine rausgetragen, Krankenwagen, ne? Die hat sich kaputt gelacht. Ne? Ich habe sie dann eine Woche später auf dem Friedhof besucht. Ja. Wie gesagt, die Vögel haben eigentlich genug zu essen, aber wenn es so richtig kalt ist, muss man zufüttern, ne? Bei Meisen vor allem. Die fliegen nämlich nicht nach Afrika. Die haben überhaupt keinen Bock, zu weit. Die meiden die anstrengende Fliegerei, dadurch auch den Stress. Bleiben lieber hier, gucken, ob irgendein Opa einen Meisenknödel raushält.
oder ob sie sich an einem Raklan-Mantel gütlich tun, der draußen hängt, um auszulüften. Ich habe öfter mal eine Meise, kommt sogar durch die Lüftung ins Zimmer reingeflogen. Die hat dort in der Lüftung auch schon gebrütet. Es gibt viele Meisen bei mir. Wir kommen eigentlich ganz gut miteinander zurecht. Nur dieses Jahr, ich war 6 Wochen weg, habe ich völlig vergessen, sie zu füttern. Als ich nach Hause kam, tja, da klebten ein paar vertrocknete Federn in die Scheibe. Was soll man machen? Ist natürlich nur Fantasie. Ich habe die Meise gestern noch gesehen. Ach, was goldig, was süß, so ein kleines Ding. Da erweicht sich richtig das Menschenherz. Und wir merken, die Vögel haben es gut. Sie können hinfliegen, wo sie wollen. Unser eins immer Rabotti, Rabotti. Und die Vögel, die fliegen so rum und picken da mal was, irgendeinen Wurm oder so. Aber ich meine, so schlecht schmeckt Regenwurm auch nicht. Ich habe mal Regenwürmer gegessen bei so einem Überlebenscamp. Schlecht, die waren wirklich lecker. Sehr, sehr lecker Regenwürmer. Aber die waren nicht aus Regenwürmern gemacht, das war so aus Gummibärchen. Gummibärchen schön gekocht und dann nochmal anders geformt. Das kann man machen für seine Kinder. Sollte man aber wirklich keine Gummibärchen essen. Gummibärchen werden ja aus Gelatine gemacht. Und ihr wisst ja aus Gelatine, Gelatine wird ja aus hier Mark von Kühen gemacht. Und ganze Kühe müssen dafür sterben, dass für eine Haribo Goldbären, also für Thomas Gottschalk, muss eine ganze Kuh immer sterben für die Tüte. Das prangere ich an. Es gibt auch andere leckere Sachen für Kinder. Zum Beispiel, warum nicht einmal Rhabarber oder ja, wer kein Rhabarber, Sauerampfer, Süßholz kann man dran lutschen, das ist auch gut, sogar sehr gesund. Viele machen das anstatt Zähneputzen, zum Beispiel in Marokko hat man das anstatt Zähneputzen, Süßholz. Daher kommt auch der Begriff Blendax. Das war jetzt bewusst was ganz anderes, ne? Ja, das war es eigentlich für heute. Angefangen hatte ich mit, es gibt heute kaum noch Tanzschulen, glaube ich, ne? Das war es, ne? Davor hier, auch eine Geschichte erzähle ich noch, die ist sehr ganz, ganz süß. Oder zwei, Tubepole Brassy. Ja, die passt. Roger Whittaker wollte wieder auf Tournee gehen und ist doch wieder zurückgetreten aus gesundheitlichen Problemen. Seine Frau wollte, dass er wieder auf Tournee geht. Die saugte ja immer um ihn rum. Er saß den ganzen Tag auf der Couch. Da hatte sich noch ein Schloss gekauft mit 68 Zimmern, hat die selbst tapeziert. Danach ist er zusammengebrochen. Dann ist seine Frau hingegangen und hat die ganzen Zimmer nochmal übertapeziert. Es war nur ein Zimmer versaut, weil er sich immer mit dem Kopf an die Wand gelehnt hat. Hinter dem Sofa war ein Fettfleck. Aber damit die Übergänge von Zimmer zu Zimmer stimmen, hat sie alles neu tapeziert. Raufaser mit der Rolle gestrichen. Sehr viel Arbeit. Immer wenn sie um ihn herum saugen wollte, hat er sich ein bisschen angestellt. Hat aber dann doch irgendwann die Füße hochgemacht. Dann kamen die Silberfische hoch und sind in alle Richtungen. Dann hat die gesagt, Roger, geh doch mal wieder auf Tournee. Die hatte schon schöne Plakate gemacht, jetzt geht er doch nicht auf Tournee, wegen seiner Krankheit. Er hat dann so eine Krankheit, Herzprobleme oder so. So kann es kommen. Und mit dieser nachdenklichen Geschichte, gerade in der Weihnachtszeit, na gut, dann lese ich noch eine andere. Das kann doch nicht gehen, das ist ja fürchterlich. Wie traurig, wie traurig. Dann lese ich hier, dann lese ich das noch hier. Pass auf, das ist auch ganz schön. Ich will mal kurz zeigen, wie ich angefangen habe in meiner Career. Ähnlich wie Udo Jürgens, er hat sich ja die Finger in Piano-Bars blutig gespielt angeblich. Wahrscheinlich war das aber damals schon Playback.
Ich habe für 25 Mark ein freies Essen am Nachmittag im Café Bernd in Duisburg gespielt. Da gab es saure Nierchen im Reisrand oder auch mal Hühnerfrikassee oder Gordon Blue. Also sehr schöne Sache. Und dann saß ich dort am Klavier, wie jetzt auch hier, und habe gespielt. Da waren nur Omas. Viele Omas saßen da. Lecker Kuchen. War wieder sehr lecker hier heute. Die haben sich aber echt Mühe gegeben mit dem Mürbeteig. Mürbeteig, nicht wahr, Stine? Ja, finde ich auch. Ich habe hier diesen Aprikosenspitz, das riecht nicht schlecht. Das ist viel besser wie bei Sandra in Mülheim. Ja, finde ich auch. Hör mal, du siehst super aus. Du hast eine schöne Frisur. Was, mein Friseur? Ja, mein Mann hat mir vor 6 Monaten einen Termin beim Detlef gemacht für heute. Ich war heute Morgen um 7 Uhr da und sie war bereits um 16 Uhr fertig mit der Frisur. Sonst hätte ich ja gar nicht hier hinkommen können, Gertrud. Sehr schön, auch dein Liederstich. Steht dir gut. Du hast ja auch einen Liederstich. Ja, wir alle haben Liederstich. So, dann wollen wir mal die Gummikarten auspacken. Was ist denn mit dem jungen Mann am Klavier? Spielt der denn nicht mehr? Sieht aber sehr gut aus. Topfigur, da kann man Arnold Schwarzenegger für wegschmeißen, Gertrud. Ja, finde ich auch. Was für ein tolles Gesicht er hat und die Haare. Guck mal, der Pillemann. Entschuldigung, du warst zu heiß. Fast die Zunge vom Rand. Gerade die Omas sind ja immer so ein bisschen locker. Ne? Da habe ich gespielt, ich wusste es ja nicht besser und dachte, Smoke on the Water. Ne? Och nee, och nee. Mir ist der Kuchen halb stecken geblieben. Hilfe, Hilfe, hilf mir, Herrgott. Warte, ich helfe dir. Wir ziehen die Ziehharmonika Hals auseinander, dann rutscht der Kuchen besser. Spielen Sie doch mal was Vernünftiges, das ist ja unverschämt. Also habe ich Ballad pur Erlingen gespielt. Oh, da schmeckt der Kuchen gleich viel besser. Lecker, jetzt rutscht er endlich. Schön, junger Mann, das ist ja Neues aus dem Kleiderschrank, was Sie da spielen. Kommen Sie mich doch mal besuchen. Zu der Zeit habe ich viele Erbschaften. So, jetzt mache ich Schluss. Gute Nacht. Morgen gehe ich direkt zum Arzt oder zu meiner Ärztin. Guck mal, vielleicht kann ich mit der ein bisschen reden, dass ich nichts habe. Meistens, wenn ich zum Arzt gehe, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dann ist es so, dass der Arzt eigentlich dann als krank einfach stehen gelassen wird und ich gehe gesund nach Hause. Aber ich finde das auch richtig. Da müsste ein Arzt sich auch zur Verfügung stellen. Mein letzter Arzt, der Internist, der hat dann irgendwann aufgehört, als er so alt geworden war, dass seine Tasche beim Laufen über den Boden schliff, hat er aufgehört. Und dann habe ich jahrelang nach einem neuen Arzt gesucht, dem ich erzählen kann, was er hätte vielleicht. Ich habe jetzt jemanden gefunden. So, ich lese gleich das zweite Drittel. Ich werde gleich noch ein Buch, Bücher signieren. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist, aber ihr wisst das wahrscheinlich besser. Christine, du weißt das, ne? Hier, ne? Ja. Die gute Seele des Hauses hier, der Meierisch. Wie heißt der hier? Hugendubler. Da ist ja auch schon ein Buch hier vom Papst hier, der Kämpfer im Vatikan. Da ist ein schönes Foto. Helmut Schmidt auch gestorben, der Papst auch, noch nicht. Aber dazwischen steht ein Buch, was ich sehr empfehle: Das geheime Leben der Bäume. Das ist wirklich super gut. Astrid Lindgren auch gut. Pippi Langstrumpf, immer gut.
Was man noch für Bücher empfehlen kann, Reisebildbände. Ach, da ist ja mein Blick direkt da hinten auf das Regal. Mit Eltern und Kind da vorne. Da ist ein schönes Buch, Schwanger werden leicht gemacht. So, ich ziehe mich kurz zurück und dann unterschreibe ich. Ne? Oder wo soll ich unterschreiben? Da drüben, da, da drüben. Ach, hier ist der Tisch. Ja, präsentiert und signiert. Ja, ja, gut. Oh, das ist ja auch erstmal eine Mandarine, ne? Das ist so meine Art. Ja, ich gehe da jetzt so langsam hin und dann fange ich direkt an. Aber ich würde gerne eben die Sachen zusammenpacken. Ja. Ihr könnt ja schon mal rauchen. Wir sind gar keine Aschenbecher, verstehe ich gar nicht. Ja, ganz komisch.